Alle Sprachen außer Deutsch. Aber das ist mal wieder super. Englisch. Ja. Und hallo. Ich rede jetzt in Form einer Katze zu euch. So, as required by G, must inform you that the therapy may contain aspects of the. Oh Mann. Aber Jumpscares stand da. Das ist gut. Erstmal ein bisschen leiser machen. Das war auch sehr laut. Und herzlich willkommen zu Therapie mit Dr. Albert Krüger. Krüger. Ich muss das nicht so. Taylor Lee? Dr. Krüger wartet auf Sie in Raum 1015. Warte eine Sekunde. Ui, das ist. Medical Card. Voll unangenehm mit dem linken Ohr. Wo zur Hölle bin ich? Willkommen bei Krüger. Krüger. Krüger Health Solutions Corporations. Alter, es ist voll laut. Oh, meine Ohren. Wir sind die größte führende multispezialisierte Medizingruppe im G2-Distrikt. Wir haben mehr als 1 Million Patientenbesuche jedes Jahr. Und ich bin Dr. Albert Gerald Krüger. Und ich werde Charge of ich werde die Verantwortung von deiner Traum. Ich werde in Verantwortung sein auf deiner wegen deiner Traumtherapie heute. Was? Ich bin nicht krank. Und was zur Hölle ist eine Traumtherapie? Das klingt nur ein bisschen wie ein Scam. Keine Angst, mein Kind. Ich werde dich wissen lassen, dass ich ein Profi bin. Ich habe sogar ein PhD in Marinebiologie, Meeresbiologie oder was. Sehe ich für dich aus wie ein Delfin? Bevor wir unsere Session starten, möchte ich mit dir nochmal über die Basisinformationen gehen. Wie ist dein Name, mein Kind? Taylor Lee. Alter? 19. Pronomen? They, them. Was bringt dich heute hier? Was sind deine Symptome? Ich habe doch gesagt, ich bin nicht krank. Okay. Warum startet man nicht mit einem Sanity-Check? Magst du Mathe, Taylor? Nicht wirklich. Perfekt. Dann lass uns starten mit ein bisschen Mathe. Die Regel ist ganz einfach. Ich werde dir eine Frage zeigen und du musst einfach nur die korrekte Antwort auswählen. Von den 4 Karten, die ich dir natürlich zeige. Klingt das gut? Was auch immer. Okay, lass uns starten. 5 plus 4 ist 9. Impressive. 1 plus 2 ist 3. Magnificent. 9 plus 5, 14. 5 minus 2 ist 3. Das kriege ich auch noch geregelt. Oh, hinter meinem Kopf. Ich sag gerade hinter meinem Kopf. Ist ja nicht mehr die Cam, das Live-Kamera-Bild. Beziehungsweise das Bild von Knuffi besetzt jetzt meine Kamera. Ich bedecke einfach Dr. Krüger. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Kann es nicht glauben. Sehr gut gemacht. 3 minus 2 ist 1. Kann es nicht glauben. Richtig gut gemacht. 9 minus 9 ist 0. Das ist bien. Genau, welche Sprache das war. 4 durch 4 ist 1. 3 plus 7 ist 9. Ja, die krieg ich auch gerade noch so hin. Langsam wird es schwer. Minus 2. Oh. 1 plus 1. Was war da? War das Blut? Nein, war es nicht. Das war Blut. Nein, war es nicht. Nun, Taylor, die Zeit läuft. Guck, stell dich auf deine Frage. Ich kann es nicht glauben. Richtig gut gemacht. Wundervoller Job. Du hast alle korrekt beantwortet.
Doch du musst eine Menge Gehirnzellen für diese Antworten gebraucht haben. Dann warum machen wir nicht eine kurze Pause? Natürlich doch. Lass mich nur die Musik ein bisschen lauter machen. Nein, ach Mann, ich habe die doch gerade leiser gemacht. Ach, viel besser. Und wie geht's uns heute? Wie fühlst du dich? Alles okay? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, aber sonst alles gut. Und wie ist die Schule? Dasselbe wie immer. Studierst du? Ja. Gut. Bist du auch vom G2 District? Ja. Ich lebe hier schon mein ganzes Leben. Und du? Kommst du auch von hier? Ja. Ich wurde auch in G2 geboren. Wie auch immer. Ich bin nicht hier zum College. Ich habe nicht hier studiert. Ich bin. Wie übersetzt man das? Ich bin dafür zum G4-District gegangen. Oh, RMU? Ja. Das ist eine sehr dope Schule. Das ist eine sehr nice Schule. Danke. Voll awkward. Ja? Okay, Pause ist vorbei. Lass uns zur nächsten Sektion unserer Therapie. Warte mal. Okay. Für diese Sektion spielen wir ein weiteres Spiel. Ein klassisches. Es nennt sich das Muschelspiel. Nicht Squid Game? Hast du schon mal davon gehört? Das Muschelspiel? Nein, nicht wirklich. Ah, es ist mehr bekannt als Hütchenspiel. Oh, das. Ich sack bei dem Spiel. Warum probieren wir es nicht einfach? Was glaubst du? Meinst du? Was auch immer du sagst. Ich liebe diesen Enthusiasmus. Wie du sehen kannst, ich habe hier drei Becher. Einer von denen platziere ich eine. Entschuldigung, es sieht so aus, es hätte noch keine Bälle hier. Lass mich kurz einholen. Kann man hier jetzt auch mal machen? Ne? Was zum Teufel ist das hier? Was zum Fuck war? Danke für deine Geduld, Taylor. Mag ich sehr zu schätzen. Was zur Hölle ist da passiert? Hast du das auch gehört? Gehört was? Dieser Schrei? Welcher Schrei? Das ist eine Zeitverschwendung. Sollen wir weitermachen mit der Therapie? Wie du sehen kannst, ich habe hier drei Becher. Einer von denen. Werde ich einen Ball drunter legen. Alter, das ist kein Ball. Das ist einfach kein beschissener Augen. Ein Eyeball. Eyeball. Augenball? Nein. Ein Auge ist auch ein Ball. Es ist eine Kugel. Weißt du was? Das ist nicht, was ich meine. Wo zur Teufel hast du das herbekommen? Es wurde mir von einem anderen Patienten gespendet. Wieso nutzt du das für Hütchenspiele? Das ist krank. Eigentlich. Laut Vertrag darf ich es nutzen, wie ich möchte. Jesus fucking Christ. Irgendwelche weiteren Anmerkungen? Du weißt, je schneller wir das schaffen, desto schneller kann ich es zurücktun. Okay, also los, mach einfach. Okay, ich werde die jetzt hier rummischen und. Du sagst mir dann, unter welchem der Ball liegt. Ist das klar? Ja. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Perfekt, los geht's. Tres bien. Ich immer noch nicht. Das ist da jetzt nicht.
Ist er jetzt verglitscht oder? It's a pity you are so close. Natürlich. Good job, Taylor. Du hast es geschafft, die meisten von denen zu kriegen. Aber lass uns noch eine Pause machen. Sollen wir? Na sicher. Super. Lass mich nur die Musik höher drehen. Entschuldige mich. Albert Krüger spricht hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist das so? Ich weiß nicht, ob du kompetent genug bist, um einen Plan zu kommen. Achso, ich bin mir sicher, du bist kompetent genug, um selber mit einem Plan zu kommen. Habe ich recht? Nein, William. Wir werden ihn nicht umbringen. Ich würde bevorzugen, wenn du mit einem anderen Plan kommst, um das Problem zu lösen. Nun, entschuldige mich, ich habe einen Patienten. Entschuldige. Ist alles okay? Das klang sehr ernst. Danke für deine Bedenken, Taylor. Das appreciate. Ich vergesse mal das Wort. Das appreciate ich so an dir. Wie auch immer. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich soll dich wissen lassen, dass unser Team extrem gut trainiert ist. Okay. Das ist gut zu wissen. By the way, dein letzter Name ist Krüger, richtig? Das ist korrekt. Nur neugierig. Heißt das, du bist ein CEO? Gut geraten, Taylor. Ja, ich bin natürlich der CEO von der Krüger Corporation. Naja, in fact, kleiner Fun Fact, mein Vater war der diese Company aufgestellt hat. Alles, was ich getan habe, war, es zu übernehmen nach seinem Tod. Ist das der Grund, warum du von District G4 zurückkamst? Um das Familienbusiness zu übernehmen? Ja. Es ist Teil meines Schicksals. Ich sehe. Aber wow. Ich muss sagen, Ich bin ziemlich gerührt. Gerührt? Ich fühle mich geehrt, die Therapie vom CEO selbst zu bekommen. Du bist zu nett, Taylor. Ich mache einfach nur das, was ich mag, zu machen. Und ich brauche gar nicht anzumerken, dass ich es sehr mag, mit dir zu reden. Ja, ich bin auch froh. Ich glaube, ich sag mal, das ist genug Zeit für eine Pause. Machen wir weiter mit der nächsten Sektion. Sicher. Diese Sektion ist ein bisschen anders. Es ist kein Spiel oder Test. Es ist ein Weg für mich, dich besser kennenzulernen. Oder was eher nennen, der Weg zu deinem Herzen. Der Weg zu meinem Herzen? Ja. Ich werde dich einige Fragen fragen. Und ich möchte, dass du sie ehrlich beantwortest. Was für Fragen? Alle Fragen. Fragen, die über dich sind. Na, okay. Nein, ich werde passen. Das ist ein wichtiger Teil der Therapie. Ablehnen ist keine Option. Das ist nicht fair, weißt du? Ich habe mich noch nicht mal für das angemeldet. Warum muss ich dir jetzt alles über mich sagen? Naja, okay. Ich glaube, ich kann diesen Part ein bisschen modifizieren. Wie ist das, wenn jedes Mal, wenn du mir was über dich sagst, sag ich doch was über mich. Das ist interessant. Aber woher weiß ich, dass du lügst oder nicht? Vertrauen ist extrem wichtig zwischen Patienten und ihrem
Therapeuten. Es ist wichtig, die Arbeit so weit zu führen, wie sie muss oder so. Okay, fein. Was auch immer. Exzellent. Ja, immer. Ich habe trotzdem einen Request, eine Anfrage. Du musst deine Augen für diese Sektion schließen. Und was auch immer passiert, du darfst deine Augen nicht öffnen, solange ich dir es nicht sage. Vertraust du mir? So ungefähr? Ja, perfekt. Meine erste Frage ist: Wie war es für dich, in einer Familie aufzuwachsen? Nichts Unnormales. Meine Eltern waren Immigranten, die zum G2-Distrikt kommen, um nach Möglichkeiten zu suchen. Ich habe zwei Geschwister und wir haben alle unterm selben Dach gewohnt, mit unseren Eltern zusammen. Manchmal war es ein bisschen nervig, aber im Ganzen war es eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Wie ist es für dich? Wie war es mit deiner Familie? Es war eigentlich ganz normal. Beide meine Eltern waren bekannte Gesichter in dem medizinischen Umfeld. Sie sind sehr beschäftigte Menschen. Wie auch immer. Was bei mir anders ist als bei dir, ich war nur ein Einzelkind. Ah, ich sehe. Should I open my eyes? Nein. Es wurde gesagt, nein. Meine zweite Frage ist: Wie verbunden fühlst du dich mit den Menschen in deinem Umfeld? Naja, ich bin nicht sehr beliebt in der Schule. Aber ich habe ein paar gute Freunde, zu denen bin ich sehr verbunden. Und natürlich auch zu meiner Familie. Die verstehen und respektieren uns gegenseitig. Das ist gut. Es ist wichtig, Freunde zu haben und Familie, die dich supporten. Und wie ist das für dich? Wie fühlst du dich zu den Leuten connected? Sicher. Ich kann gerade wie so eine Katze, die stirbt. Ich will die Augen aufmachen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich fühle mich tief verbunden zu all meinen Patienten. Das heißt. Block. Ich fühle mich tief verbunden zu meinen Patienten. Die meinen eine ganze Menge für mich. Ich denke mal, das ist sehr professionell von dir. Zur Hölle waren diese Geräusche. Oh mein Alter. Nein, lassen wir weiter zu. Nächste Frage. Wenn du einen magischen Zauberstab haben würdest, oder schwingen würdest, welche positiven Veränderungen würde es in deinem Leben machen? Das ist eine schwere Frage. Es ist nicht wirklich viel, was ich ändern möchte. Ich mag alles so, wie es gerade ist. Interessante Antwort. Es ist immer wichtig, das zu wertschätzen, was du gerade hast. Und lass mich jetzt sein zuhören. Was würdest du ändern? Okay. Ich denke, ich würde die Welt so ändern, dass es weniger gefährliche Menschen gibt. Entschuldigung? Warte. Less mediocre. Ohne Momento. Weniger mittelmäßige Menschen. Okay. Entschuldigung. Ich mache nur einen Scherz. Ich liebe mein Leben und alles dabei. Da ist nicht viel, das sich ändern sollte. Irgendwas fühlt sich falsch an. Was ist dieser gummige Gitarrensound? Nein. Letzte Frage. Hattest du schon immer die Urge? Hattest du schon immer den Drang, jemanden in deinem Leben zu ermorden? Oder ihn auseinanderzunehmen, Stück für Stück in kleine Stücke,
und sie in einen Hamburger zu verwandeln. Entschuldigung? Natürlich nicht. Das ist doch krank. Hast du? Ich selber mag keine Burger, also nein. Das ist nicht... Für mich nicht wohl... Ja. Warum hast du deine Augen geöffnet, Taylor? Danke für deine Zusammenarbeit, Taylor. Du darfst jetzt deine Augen wieder öffnen. Das Telefon schon die ganze Zeit da? Sollen wir eine neue Pause machen? Lass mich die Musik wieder lauter machen. Oh, über diese Musik. Ich höre da was. Hörst du das auch? Entschuldige mich für diese unschöne Experience, Taylor. Wenn du mich einmal kurz entschuldigen würdest, ich werde es eben handeln. Oh, ein paar Videos in der Zwischenzeit. Okay. Ich werde dir ein paar Videos anmachen. Albert? Ja. Bitte töte ihn nicht. Oh, natürlich werde ich das nicht machen. Wer glaubst du, bin ich? Ich werde gleich wieder hier sein. We will be back, right back, okay. Stress. It's something many of us deal with on a daily basis. Yet something few seem to have mastered. Okay, alles klar. That's why we're working hard at Kruger, developing life-changing treatments and revolutionary dream therapy, allowing our patients to tackle their stress in ways the world has not seen before. So what are you waiting for? In today's increasingly difficult market, what better thing to invest in than yourself? Okay, mal ein kleines Werbevideo. Hallo, Taylor. Ich hoffe, du hast das Video genossen. Das war eine sehr coole Werbung. Danke. In fact, es ist ein bisschen outdated. Ich werde es demnächst mal updaten. Oder aktualisieren. Ich sehe. Und hast du die Dinge geklärt? Oder haben sie die Dinge geklärt mit dem Dude? Ja, geklärt. Friedlich. Das ist gut. Und wir sind bereit für die nächste Runde der Therapie. Ja, sicher. Diese Sektion wird viel lustiger als die anderen beiden Sektionen. Hast du schon mal was von Rohrsnatch, Rohrschachttest gehört, Taylor? Rohrschachttest? Ist das, wo sie Bilder zeigen und erfragen, was man sieht? Das ist richtig. Ein psychologischer Test. Entwickelten 1921, um das unterliegende Gedanken des oder wo man Gedankenstörungen nachkontrollieren kann. Los. Keine Ahnung. Und eine Person, die Personalität an. Alter, ich kann gerade irgendwie gar nicht reden. Und die Personalität einer Person, die Charakteristiken und emotionalen Funktionen zu untersuchen. So, für diese Sektion möchte ich dir eine Reihe von Farbtropfen zeigen. Du wirst mir sagen, was du auf denen siehst. Ist es klar? Ja, ist halt klar. Alright. Ja. Was sehe ich denn da drauf?
irgendwie gar nichts so richtig davon. Wo ist er hier in der Mitte? Würde der raten, das nicht zu tun, Taylor? Warum hast du das Papier umgedreht, Taylor? Warum hast du das Papier umgedreht, Taylor? Ist da irgendwas falsch, Taylor? Warum drehst du das Papier um? Na, okay, irgendwie passiert da sonst nichts mehr. Dann soll ich mal ein Blatt. Sehr cool. Es muss doch einen Grund geben. Ob es da mal verbracht hat, Face? Naja, Gesicht würde ich ja nicht unbedingt sehen. Alles nur sehen, Blatt. Metal? Nee. Das ist ein Gesicht. Hier, Augen. So ein Gruselgesicht. Das sind Enten. Oder Elefanten. Halt ja mal zurück, drück mich. Ich hab mich vertan. Ups. Sehr cool. Das sind Rabbits. Ja, das kann es auch sein. Das ist ein Gesicht. Sehr cool. Archery, Psycho, Suffer, Dismemberment, Corpse, Bloodshed. Irgendwann ist sowas auf eurer Seite, oder? Murder, Archery, Suffer. Das ist die Motte. Death. Ja, das sieht auch so tot ein bisschen. Auf die Suffer. Interesting. Very, very interesting. Gute Arbeit, Taylor. Das war sehr faszinierend. Gut gemacht, Taylor. Oh, sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich hasse zu sagen, aber wir kommen langsam zum Ende der Therapie. Ich wollte nur noch mal sagen, ich habe es richtig genossen, mit dir zu reden. Und ich appreciate es auch, dass du dich für die Krüger Corporation entschieden hast. Das habe ich nicht wirklich, aber na, keine Sorge. Es war eine sehr interessante Session für mich. Ich bin froh, dass du es ja auch genossen hast. Das bedeutet mir eine Menge. Darf ich dich fragen, was dein Lieblingsmoment der Therapie war? Meine Lieblingssektion? Ich glaube, die waren alle sehr cool. Du bist auch cool, Taylor. Ich bin so froh, das zu hören. Würdest du diesen Nach-Therapie-Umfrage für mich ausfüllen? Das würde eine Menge für mich bedeuten. Bin sicher. Ja. Would you rate your first therapy? Ja. Recommenden? Nein. Nein, ich... Danke, das war eine große Hilfe. Bevor ich dich jetzt gehen lasse, kann ich eine letzte Sache von dir verlangen. Ja, würdest du dich selber für das G2 District opfern? Wir brauchen dich, um den G2 District eine bessere Zukunft zu bauen. Wir brauchen dich, um die hungrigen Leute im G2 District zu füttern. G2 ist unsere Heimatstadt. Wir müssen die Schule besser machen. Was meinst du mit die hungrigen Leute füttern? Er hat eben von Bürgern geredet.
Vergessen wir das mal nicht. Meine Kinder, die sterben alle. Die werden dir sehr dankbar. Für immer. Danke für deinen Beitrag zum G2 District. Oh, das ist belastend. Ending 1 von 3. Okay. Das muss ich ja für die anderen beiden machen. The Game by Dino999Z. Harmless Music. FreeSounds.org. Oh, jetzt ist gleich jeder einzelne Sound drin. Oder? Das sind dann die Sounds von denjenigen von FreeSound höchstwahrscheinlich. Oder die meisten. Weil viele wollen ja nochmal extra gecredited werden. Oh. Jo. Gut. Gut, dass es dir gut geht. Wie du sehen kannst, bin ich sehr fucked. Sag mir nicht, dass es der Kiefer ist. Was eine Verschwendung. Sie haben mich nicht mal komplett gegessen. Aber das ist okay. Das muss dir nicht auch noch passieren. Die Sache ist, Albert macht die Traumtherapie, um eine bestimmte Art Leute zu finden. Und vielleicht all die Fragen richtig antworten? Oh. Sei so gehorsam wie möglich. Stell nichts in Frage. Vielleicht kannst du dich selber auch noch retten. Warum gehst du nicht und probierst es aus? Ja. Ich werde aber kurz durchskippen. Hey Lolli, das sind wir. Ich werde jetzt auch die Augen öffnen. Skip. Ja. Nein, Taylor, es ist sehr rude. Skip all our conversation. Ja. Ah, Preferences, Auto Forward. Einfach alle Fragen aus der Sprache aus dem Deutsch, die mit dabei sind. Ich skip einfach durch alles durch. Plus 9 und 9. 5 mal 3 ist 4. Nehmt euch kein Beispiel an mich. 3. 2 mal 6 ist 2. 2 plus 9 ist 1. 7 plus 6 ist 6. 2 mal 5 ist 7. Ah ne, Entschuldigung, das war falsch. 9 minus 4 sind 6. 4 mal 4 ist 4. 4. Das war die blutverschmierte Karte. 3 plus 2 ist 3.
Hä? Achso, der braucht den Ball. So, jetzt aber trotzdem drauf achten, wo der ist, damit ich nicht aussehen hat richtig gedrückt. Nein! Ah, shit, jetzt habe ich einmal das richtig gedrückt. Ach ja, komm. Ah, komm. So, jetzt. Öffnen. Warum hast du hier offen geöffnet, Taylor? Passiert nichts. Ist irgendwas falsch, Taylor? Nein, nein, alles gut. Da habe ich jetzt eine Lademöglichkeit. Was zum Fick war das? Taylor. Würde dich gerne darum beten, nicht mehr solche Wörter zu benutzen. Aber was zum Verfuck? Was war das? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es sieht so aus, als wärst du übergestresst. Und das verursacht Halluzinationen. Ich schwöre zu Gott. Tu mir einen Gefallen, Taylor. Schließ deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Kann diesen Typen nicht nehmen. Okay, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Jetzt hab ich mich erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldige, Taylor. Ich war zu excited, zu gespannt, deine Antwort zu hören. Deshalb kam ich ein bisschen zu nah. Ich würde nicht sagen, ein bisschen zu nah, aber okay. Aber wenn wir weiter eine kurze Pause machen, ich mache die Musik lauter. Zack. Ach, der Stabosowski. Und hörst du das auch? Ja. Entschuldige für diese. Wenn die jetzt sagt, ich töte ihn nicht, dann. Aber wenn ihr es jetzt nicht sagt, dann okay. Albert, ist dunkel. Okay, wie sagt das trotzdem? Okay, das ist was anderes.
Schreie, Gesichter. Okay. Hallo, zurück, Taylor. Ich hoffe, du hast das Video genossen. Was zur Hölle war das Video? Es war eine Werbung für unsere Firma. Nein, das war's nicht. Es war irgendwas total abgefucktes. Entschuldige. Ich habe vermutlich das falsche Video angemacht. Egal, bist du bereit für die nächste Runde Therapie? Wird viel lustiger als die anderen beiden. Naja. Okay, los geht's. Das. Das sind Rabbits. Aber da gibt's ja auch keine Rabbits in der Antwort. Ja, keine Ahnung. Ein Roboter. Das sind Elefanten. Rockmod. Ja, ich würde schon sagen, so irgendwas mit Wasser. Das ist ein Gesicht. Death, Slaughter, Suffer, Corpse, Archery, Murder. Leiche, wenn wir jetzt sagen, wir sehen nur Leichen. Ich sehe nur noch Leichen. Ah, ja, okay. Ich denke, das ist dasselbe Ending. Dead End. Ja, okay. Ah, keine Ahnung, was ich anders machen muss. Er wollte ein paar Dateien ändern. Moment. So. Das ist bestimmt. Ja, er will noch mehr ändern. Wenn ich in den Log gehe, ist da irgendwas drin. Einmal Dateien durchsuchen. Ich glaube einfach nur, Block, dass er die Dateien lädt. Performance-Test, okay. Ja, kurzer Blick aufs Hintergrundbild, wen es interessiert. Game, gibt es vielleicht hier irgendwo was drin? Weil man weiß ja nie. Saves 1.1. GL, None. Script-Version 7.3.5. Version 7.3.5 oder wie? Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, gut, das hat nichts zu interessieren.
Aber bei so Horrorspielen weiß man ja nie genau, wo könnte jetzt hier irgendwo was lauern in den Dateien oder sonst was. Ganz besonders bei solchen Spielen nicht. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.